tot sein. Ich wickel, tot. ich wickel hart. Tot, ich hänge, tot ist uncool, ich bin tot. Lebe. Tot ist uncool, Leben ist in. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, immer noch mit Zocker Andi. Und bist du schon happy? Oh Gott, Drogger, bereit, verdammt. Ach ja, scheiße. So, wir warten nur noch auf einen Survivor, nachdem wir jetzt wieder 8 Stunden in Lobby umgehauen. Da musst du nicht ulululu, sondern ratatatam. Ja, stimmt. Oh, warte, Ausstattung. Ich will sie doch sein. Oh Gott sei Dank. Alter, das war jetzt aber kurz vor knapp. Oh, wir haben eine andere Quotenschwarze, die wird zuerst sterben. Okay, alles gut. Aber ich finde, das ist auch so ein Bug. Oh, wir haben irgendwelche Add-ons. Zertifiziertes Nummernschild erhöht die echte Chance, der Autohelfen. Oh nee, noch nee. Schrottplatz kommen. Ich hatte noch nie diese SLM-Map. Die will ich mal haben. Ich hatte sie, das war meine erste Map. Oh, die ist so hattest geil. Du gleich die neue, ja? Ja, das war voll geil. Ich so, oh, ist die cool. Krass, scheiße. Die hatte ich noch nie. Da kannst du dich richtig im Gebäude verstecken. Das ist richtig übel. Ja, da sind ja auch Schränke und was, alles. Was richtig so geil wäre, wäre eine Map, die komplett innen drin ist. Ja, stimmt. So ein ganzes Gebäude, so ein Krankenhaus oder sowas. Wo es nur einen einzigen Ausgang gibt. Boah, ey, hör auf, hier so eine Scheiße zu reden. Oh Mann. Okay. Ja, Schrottplatz. Dankeschön für deinen. Ich bin die Hardcore-Lesbe. Ich hau hier einen aufs Maul, ey. Hau alle in die Fresse, ey. Ja, aber zuerst muss die Quotenschwarze sterben. Okay. Politisch korrekt. Alles klar. Ich guck mich mal hier um. Wem haben wir denn? Müssen wir erstmal gucken. Warte, stimmt, hier war ja ein Haken. Ich guck mal. Wir haben den. Den Feinsteller. Den Kettensägen. Ne, den Feinsteller. Oder? Nee. Scheiße. Nee, das ist der Kettensägen-Typ, glaube ich. Diese Seile hat, glaube ich, der Kettensägen-Typ. Also ich habe mir gerade einen Haken angeguckt. Der Mörder ist bei mir in der Nähe. Ich höre sogar seine Musik, aber ich sehe ihn nicht. Was ist hier für eine lowe Nummer? Hier ist ja gar keine Kiste und kein Keller und nichts. Der Mörder muss an mir vorbeigelaufen sein. Hörst du seine Musik? Hm? Ich bin so dumm. Der hat ein eigenes Musiksample. Ich bin so dumm. Geht immer an. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Oh Gott, wenn man das noch bearbeiten könnte, ne? Was immer angeht, wenn der Killer kommt. Es ist der Feinsteller. Und er hat mich. Ich bin so gar nicht. Au! Bananen. Andi, jetzt hab dich nicht so. Das bisschen Blut. Oh, lass mich in Ruhe, blöder Killer. Blut geht weg von allein, sagt mein Mann. So, lauf. Mach da vorne. Einen fetten Generator. Ich bin hier fett einen Generator am machen. Oh, der hat dich genau vor mir zusammengeschlagen. Alter. Schön, ich kann dich voll beobachten. Das finde ich total toll. Wicke. What the fuck? Wicke. Was ist denn das für ein Idiot? Lass mich doch los. Wickel ihn tot. Ich hänge. Hat er dich da hinten hingehangen? Scheiße, jetzt kommt er doch zu mir, Mann. Er hat eine Falle vor mir hingestellt. Ja, das machen die öfter, das ist normal. Problem ist bloß, wenn du probierst, die Falle zu entschärfen, switcht das automatisch rüber und dann hängst du den von Haken und liegst in der Falle drin. Wo ist denn der jetzt? Sag mir nur mal, ob der kämmt. Ich höre seinen Herzschlag, aber ich sehe ihn nicht. Aber sein Herzschlag ist ganz so, ich glaube, der ist hinterm Stein. Der hat sich hinterm Stein versteckt. Okay, es wird weniger. Er geht, er ist weg. Der ist hier bei mir. Ich werde aber gerade gerettet von einem Typen. Okay, das finde ich gut. Da ist eine Falle. Oh, ist das gerade dein Ernst? Hier nicht in dem Stein. Du sollst mich retten, Mann. Da ist eine Falle. Pass auf. Pass auf. Der ist genau bei mir. Rette mich. Mami. Au. Mami. Mach die Falle auf. Der ist genau bei mir. Mama. Scheiße. Ich verstecke mich hinter einer Birke. Ich verstecke mich hinter einem Stein. Power. Add-on aktiviert. Bip. Ich kacke hier erstmal mit dem Stein. Und oh, der ist weg. Oh Gott sei Dank. Ich habe meine Tage. Ja, läuft bei dir, ne? Ich. Wieder keine Schwangerschaft! Yay! Oh. Der Generator, der da irgendwo in der Nähe ist, wo du gehangen hast, den habe ich schon gut bearbeitet. Scheibe. Oh, jetzt hat er so einen anderen Arm. Ja, ich stehe direkt davor und ich gucke halt. Ja, versteck dich. Ich bin immer noch unterm Stein. Ja, lieber spannend, ne? Schön pervers. Oh ja, Oh ja, ich guck zu. Oh, das ganze Blut. Oh mein Gott, ja. Ich habe halt bloß ein bisschen Angst, dass er mich halt gesehen hat. Oder und was will er machen? Oder er mich hört. Nee, er hängt den Typen da erstmal auf. Alles klar. Ich hau mal hier ab, weil gerade kam man hier auch lang schlawenzelt.
Das wollen wir nicht, dass er uns kriegt. Ah, der hat diese komischen Seile. Ja. Oh mein Gott, ich verstecke mich im Schrank. Ich verstecke mich im Schrank. Ich verstecke mich im Schrank. Macht's gut, ihr Trottel. Tschüss. So, ich bin im Schrank. Piep. Okay, er verteilt hier Fallen. Oh, der hat diesen Perk. Siehst du das? Der hat auch diesen... Nee, das bin ich, glaube ich, oder? Nee, ich muss ja am Haken hängen, damit man es sieht. Aber ich sehe deine... Ich glaube, ich sehe deine Aura. Echt? Ja, ich sehe deine Aura. Ich sehe den, der hängt und dich. Du bist doch der Einzige, der angeschlagen ist bisher sonst. Das stimmt. Geil. Das ist geil. Warte mal, ich gehe mal raus. Ich helfe euch. Ich bin auch voll geladen. Ich kann... Ich rette... Ich bin so ein Held. Ja, ich sehe schon. Du Held. Oh, da ist der Fallensteller. Hallo, Fallensteller. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo, mein Schatz. Ich liebe dich. Du bist die Einzige ja, für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen mache ich dem den Hund. Ja, toll. Mach den Haken. Oh, scheiße. Damit er mich daran hängen kann. So ist das doof? Ja gut, der andere wäre aber verreckt. Wir müssen den jetzt retten. So. Du kannst jetzt erstmal eine Weile hängen. Ne? Du warst ja noch nicht am Haken. Ach scheiße, ich hänge. Natürlich war ich schon. Das ist oh, Nummer scheiße. Zwei. Oh scheiße, Andi. Hilfe. Was kannst du eigentlich? Sie hat eine Falle vor mir hingestellt. Ihr solltet nicht... Ja, das machen die normalerweise. Es wäre nett, wenn ihr mir helfen würdet. Erstmal beobachte ich von Weitem, wie Katharina Saalfrank erstmal durch den Mund zog. Hör auf, das ist ja nicht gut, was hier mit den Survivern gemacht wird, ne? Ist ja kein artgerechter Umgang. Also es sollte sich jetzt jemand beeilen, ich bin nämlich schon am Kämpfen. Und ich bin tot in 3, 2, 1. Okay, ich bin tot. Nein, 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 warte, ich komme. Nein, ich komme. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir. Alter, halte durch. Spam. Aber richtig. Harte. Komm. Oh Gott sei Dank. Ich tappe in die Falle. Nein, ich. Läuft bei uns. Komm hin. Ich geh Nein, da kommt der doch schon wieder. Verdammte Scheiße, der hat dich. Wieso hat er mich? Weil er klug ist und sieht, dass du schon angehittet bist. Dann mir rennt er nicht her. Interessanterweise. Exzellent ist tot. Was? Exzellent ist tot. Und ich bin auch tot. Oh, wer ist das hier? Ey, ich hab die andere Olle gefunden. Ich hab die Quotenschwarze gefunden. Ja, und ich bin schwer tot. Ach nein. Ich wickel. Andi, nicht tot sein. Ich wickel. Tot. Ich wickel hart. Tot, ich hänge. Tot ist uncool. Ich bin tot. Lebe. Aua. Gut, ich bin tot. Tot ist schön uncool. Leben ist hin. Oh, fuck it. Ich werde in den, wohin auch immer, gezogen. In den Entitus. Ja. Das ist, für alle, die es wissen wollen, das ist kein Darkroom, ne? Meh. Ich beobachte jetzt Miss Fortuna. Ich suche jetzt einfach schon mal die Klappe, falls die Olle da gleich stirbt. Dann hüpfe ich einfach durch die Klappe und bin weg. So. Penner. Ich beobachte dich jetzt. Ja, beobachte mich. Beobachte mich mal richtig, ne? Oh, du hast so einen geilen Arsch in der Hose. Ich wollte gerade sagen, guckst du mir etwa auf den Arsch? Ich wollte es gerade sagen. Ich wusste es doch. Warte mal ganz kurz. Nee, nicht dahin. Hat's gerade geklopft? Einen Moment bitte. Warte mal, ich verlasse ja, ganz ja, kurz klar. mal diese Aufnahme. Ja, verlasse mal kurz die Aufnahme. So, der Andi ist jetzt gerade weg. Ich fühle mich jetzt ganz allein und verlassen. Ich suche gerade nur nach dem nach der Bodenluke. Ich glaube, der bekämpft die gerade. Ich glaube, der... Nee, der bekämpft die nicht. Alter, was ist das für ein fairer Killer? So, Leute, dann bin ich auch wieder. Der ist ein richtig fairer Killer. Der kämpft die. Der hat die nicht bekämpft. Echt nicht? Nein, der hat die aufgehangen und ist weggegangen. Der ist wirklich richtig weggegangen. Alter, wie geil ist der denn? Der ist richtig geil. Übrigens mal einer, der fair ist. Das ist ein richtig geiler Killer, bitte. Wie cool. Und jetzt bin ich abgehauen, als ob mich das alles nicht angeht. Hab die Olle da stehen lassen. Obwohl, nee, der heißt ja Joseph. Aber spielt trotzdem irgendwie ein Vibe. Also ist eine Sie. Fertig. Mir fällt gerade auf, ich muss ja morgen arbeiten. Was? Wie viel Uhr denn? Nur 2 Stunden von 12 bis 2. Ach, das geht ja noch. Was, nur 2 Stunden? Ja, normalerweise von 9 bis um 2. Hey. Aber meine Kollegin fragte halt ganz lieb, ob ich denn nicht für 2 Stunden übernehmen würde. Herzschlag? Weil sie zu einem
Konzert geht irgendwie. Okay. Da bist du so lieb und übernimmst, ne? Ja, na klar. Kannst du auch die nächste Woche meine ganze Schicht übernehmen, Andi? Du bist doch so netter. Dein krabbelt das. Ja, ich weiß, aber ich muss trotzdem, wir müssen Fortschritt machen, weil wir kommen hier sonst eh nicht raus. Du schaffst das. Du schaffst das. Die soll mal wiggeln bis zum Tode und dann helfe ich ihr vielleicht. Ah, mein Mitbewohner ist so nett. Scheiße hier. Okay. Oh, die kämpft schon. Fuck. Die kämpft schon. Wir gucken, wir switchen einmal auf den anderen Überlebenden. Steht der Killer bei ihr? Ja, die Quotenschwarze stirbt. Und kriegt eine Falle von Füße gesetzt. Das wird sie wahrscheinlich nicht überleben. Fuck. Krähen der Killer ist auf dem Weg zu dir. Und die Spannung steigt. Da ist schon wieder diese Kackfalle. Man kann einfach dieses... Das ist mittlerweile so, dass du diese Falle gar nicht mehr entschärfen kannst. Sondern immer zuerst... Oh fuck, jetzt schon wieder. Warte mal, ich guck mal. Ich switche mal wieder zurück und... Ja, ich seh's, ich seh's. Ach, das ist aber irgendwie schade. Hängt der dir jetzt an den Haken wieder ran? Ja. Okay, sag mir bitte, wann er die Falle aufhängt. Sie ist tot. Renn. Oh fuck. Oh fuck. Scheiße. Scheiße. Okay, die Luke finden, die Luke finden. Das ist keine Luke. Scheiße, wo ist die Luke? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich schaff die Generatoren nicht, deswegen. Zwei Generatoren schaffe ich nicht. Okay, nee, sie, ran. Wenn ich sie sehe, schrei ich. Ja. Die Luke, die Luke, die Luke, die Luke, die Luke, die Luke. Oh Gott. Ja, da, da ist sie! Und du so glücklich! Oh mein Gott! Yay! Oh mein Gott, ich bin voll Glück. Wenn ich das alleine spiele, ist es immer so ein Kampf und das ist so. Ach, wie geil, das wäre echt gut. Boah, zwei Punkte schon. Boah, Alter. What the fuck, ey. Wow. Das war richtig gut, vor allem du läufst da so. Ey, harte. Alter, verrückt. Wie noch die Luke, die Luke. So, wer war denn hier noch mit uns im Team? So, warte Alter, mal. Ich hab 19.000 Punkte. Pisty McBeard. Der hat bestimmt einen geilen Bart. Brutale so Stärke. Ach, guck mal, dein Opfer, der. Ach, guck mal, der kann Hindernisse schneller zerstören. Du hast einen wirksamen Weg gefunden, um aus Bärenfallen und Haken zu entkommen. Alles klar. So, ihr Blutnetz ist voll. Achso, ich bin jetzt Level 2. Nice, so, ich werte das auch mal auch gleich noch in der Folge. Machen wir das am besten? Ich hab, übrigens, ich hab keine Ahnung, ich mach einfach alles. Ja, geh auf, ziel auf alle Fälle auf diese Perks ab. Also die anderen, diese Add-ons und so, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ziel auf die Perks ab, damit du die kriegst. Oh, ich habe einen Blutbärenstein. Was ist das denn? Hoffnung. Was soll denn bitte ein Blutbärenstein sein? Warte mal, das ist eine Opfergabe, oder? So. Habe ich jetzt irgendwas Schönes? Wo ist der hin? Den habe ich doch gerade noch gekriegt. Gib mir meinen Blutbärenstein. Oh, ey, jetzt mal ohne Scheiß, wo ist der? Powerglühbirne. Boah, ich geh mich gleich beschweren. Führt dich schnell 2 Sekunden. Wo ist denn jetzt mein Blutbärenstein? Wollt ihr mich verarschen? Der war lila. Wo ist der? Ich hasse euch alle. Ja, wo ist mein Blutbärenstein? So. Der weiß ich jetzt mal. Achso, das musste ich noch anklicken. Okay, jetzt verstehe ich. Was willst du? Ach nee, ich guck gerade bloß. Ich habe das noch nicht gemacht mit der Ausstattung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe meinen ersten Perk. Alter. Ich glaube, okay, das wird mein neuer Lieblingscharakter. Alter, das ist ja harte, das Ding hier. Aber dazu muss man Hauptschlüssel-only haben. Heißt? Ich weiß nicht mal, was Hauptschlüssel sein soll. Keine Ahnung. Hauptschlüssel... Oh, da musst du erstmal so einen Hauptschlüssel haben, ne? Wir sind hier ganz exklusiv, sonst kommst du da nicht rein, Penner. Okay, alles klar. So, meine ist fertig. Wissen mal Bescheid, ne? Ich hab wir könnten ja auch mal... Was? Ja? Wie bitte? Wir können auch mal so eine Add-ons mit reinknallen. Also ich kann mir, ich hau mal gleich eine Opfergabe mit rein, wenn wir gleich. Ich habe auch eine reingehauen. Okay, jetzt ich habe hier mal. Sind so die Opfergaben dann eigentlich weg? Ja. Oh. Egal. Ja, oh. Ich wollte es mal probieren. Ja, dumm gelaufen, ne? Du bist blöd gelaufen. Im Zug. Oh. Jetzt wird er frech, ne? Und ich im Laden. Also. So, wir nehmen uns mal das hier so. So, ich würde aber sagen, dass wir dann hier eine kleine Pause machen, meine. Ja, weil es jetzt eh wieder 8 Stunden dauert, bis wir eine Lobby finden.
sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder gleich. Je nachdem. Bis dann. Tschüss.